Weiter geht's mit Hearthstone. Ich bin euer Shoninja und wir sind im Theater gerade unterwegs vom Karazhan-Inhalt und haben gerade den Wolf zuletzt besiegt und es geht und weiter jetzt mit zu unserem letzten Akt. Ein junges Mädchen auf der Flucht vor einer bösen Hexe. Wird sie den Weg nach Hause finden? Tillet sagt, da vorne ist schon die Treppe. Für 0 Mana verursacht 100 Schaden, nicht einsetzbar, wenn Dorothea am Leben ist. Das klingt erstmal seltsam. Verursacht 100 Schaden. Ich fange aber mal erstmal mit dem Mage Deck an. Zumal mein Murloc Deck fast ausschließlich aus Einheiten besteht und ich da weniger reagieren kann. Erst recht hier mit der Heldenfähigkeit. Wie ich das beim Zauberdeck kann. Da kann ich ja schon gezielt irgendwelche gegnerischen Monster angreifen. Teste Soundanlage. Jaina gegen da leuchtet schon mal was. Die böse Hexe. Flieht, meine Hübschen! Ihr habt es so gewollt. Toll, was will ich damit? Gleich am Anfang vor allem und zweimal. Oh nein, lass nicht zu, dass sie mir wehtut. Diener zum Linken haben Ansturm, Diener zum Rechten haben Spott. Mhm. Verursacht 100 Schaden, nicht einsetzbar, wenn Dorothea am Leben ist. Okay, also kann sie noch die Fähigkeit nicht benutzen. Das heißt, ich muss Dorothea so schnell wie möglich verteidigen. Siehst du, da ist da auch wieder das Mage Deck gut. Den bitte. Ist da auch wieder das Mage Deck gut, weil ich da noch Freeze hätte. So, normalerweise würde ich den hier spielen. Gemeinsam sind wir stärker. Bereit zum Ausritt. Nein. Priesterdeck wäre vielleicht auch gut, weil ich sie dann heilen könnte. So, ich riskiere, dass sie nochmal angreifen kann. Dann mache ich es lieber so. Nächste Runde kann ich ihn ja spielen. Angriff von Gottesschild. Nicht schön. Warte mal, was stand hier? Spott. Wenn ich ihn zum Spotter mache, ist sie auf jeden Fall erstmal sicher. Majordomus Executus wartet unten. Soll ich ihm sagen, dass er zu früh ist? Au. So, dann mache ich doch mal da. So, und hier so. Das Land dient mir. Oh, hat Mana besser gemacht. So, jetzt lohnt sich auf jeden Fall diese Fähigkeit. Und ich ziehe gerade nur Zauber, dabei habe ich schon einige Diener in dem Deck. Den könnte ich jetzt hiermit noch zerstören, aber ob ich das wirklich will. Dafür ist die Fähigkeit eigentlich zu wertvoll. Scheiße, Ansturm. Nicht gut.
Da bleibt mir doch gerade fast nichts anderes übrig, als so zu machen. Scheiße. Heißt das jetzt schon, ich bin tot? Heißt es. So, probiere ich mal mein Cthulhu-Priester-Deck. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit meinem meinen Murloc-Deck reingehe. Oh nein, warte mal, 1-3, Spott. Ist jemand verletzt? Das war's. Lol, das hat sich ja richtig gelohnt. Ja, fängt's gut an. Bring mir das Mädchen! Ein Schaden weniger und ich hätte überlebt. Hackt euch beieinander ein. So, der hat schon Spott, also mache ich den links, dann hat er Ansturm. Krass, bin ich Zitun-Spieler mit Ansturm. Nein! Kennt ihr den geheimen Händedruck? Und in dem Deck habe ich halt Monster erstmal drin. Diesen Apfel auf euren Kopf! So, spiele ich das oder hebe ich es mir auf, falls diese Dingskarte kommen? Ich glaube, da mache ich doch lieber so. Majordomus Executus wartet unten. Soll ich ihm sagen, dass er zu früh ist? Was wir machen. Nicht gut. Schade, der ist 4. Oh, und jetzt habe ich die Kackkarte zweimal gezogen. Ist die Frage, ob er mich angreifen wird. Ich warte einfach mal ab. Je länger ich warte, desto höher ist die Chance, dass ich Zitronen ziehe. Bereit zum Ausrück. War klar, dass noch was kommt. Hört ihr seinen Ruf? Wir sind ja schon Runde 7. Sehr gut, dadurch kann ich nächste Runde töten. Ist die Frage, ob ich mit ihr spielen könnte. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als beim Mage. Bye bye. Ich rieche Blut. Jetzt wieder eine Flächenschadenattacke. Ah. Nicht das, was ich wollte. Die Symphonie des Grauens. Bisher geht sie ja gut. Gut gespielt. Aber nicht gut genug. Seid ihr mein Meister? Ach, alles, was rechts ist, kriegt also Spott. Also doch so.
wie ich anfangs dachte. Es war aber auch dumm, ich wollte, hätte sie eigentlich links packen können, hätte ich 2 Schaden mehr machen können. Kennt ihr den geheimen Hexenwurf? Erzittert! Sehr nett. Und damit ist sie fast tot nächste Runde. Silbermond wird nicht fallen. Damit ist sie tot. Ach nee, nicht ganz. Der ist stark. Aber es nützt dir nichts. Denn A. Seid ihr mein Meister. Bye bye. War eine gute Wahl, das Deck. Können wir den Zauberer befreien? Es ist wahrscheinlich aber ja eine Hexendoktorin. Todesröchern ruft ihn erneut herbei. Mhm. Na? Diese Lex zum Release. Aber gut, das wurde halt erst vor einer halben Stunde released und ich bin jetzt auch schon durch. Erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Ein Pirat. Und Barnes ruft eine Kopie eines 1-1 eines zufälligen Dieners in eurem Deck herbei. In eurem Deck. Vorwärts. Hier oben bewacht der Kurator die Menagerie. Ich hoffe, dass er keine Fehlfunktion hat. So, für den Rest dauert es wieder eine Woche. Außer die Herausforderung, aber ich will mal kurz in meine Sammlung schauen. Befreundeten Diener, der gestorben ist, in meinem Priesterdeck. Ob sich das lohnt? Ist die Frage, was ich dafür rausnehme. Wo war denn? Ach da. Für 5 Mana. Relativ teuer. Es reicht, wenn da nur so ein creepy Typ kommt. Na gut. So, was hat man hier? Selbst das leckt. Hä, da war doch gerade gar nichts. Der Pirat ist eine Schurkenkarte. Ach krass, das ist eine Schamanenkarte. Ach ja, Totems. Ist klar. Und das waren die anderen. Ruf deine Kopie eines zufälligen Dieners herbei. Hatte ich überlegt, ob ich das in mein Moloch-Deck mitnehme. Freundin, die einen Zauber gewirkt hat, wird dieser kopiert und wirkt auf diesen. Achso, nee, Zauber mache ich ja in dem Deck eher selten.
So, die keinen Schaden sind. Dann mache ich doch lieber so einen davon raus. Ist ausnahmsweise mal kein Murloc. Aber ich krieg halt eine Kopie von irgendeinem. Was war das denn? 1600. Eines zufälligen Dieners in eurem Deck. Das heißt, es könnte jeder sein. 1-1. Wodurch ich halt jeden, den ich hier eigentlich habe, doppelt hätte. Bei dem würde es Sinn machen, bei dem nicht. Eigentlich macht das wirklich nur bei denen Sinn, die... Ihn hier will ich eigentlich dadurch häufiger kriegen. Egal.